ça un peu si vous ne pouvez même pas vous aller contre moi. Vous êtes mal. Eh hey, Yann, tête d'homme, je lui envoie un médecin pour le tenir en fait. Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ist halt schon was anderes als im Sommer schön auf den Bierbänken. Aber ja, ich glaube, da ist einiges schief gelaufen und also ist halt so. Ja, an sich finde ich es auch natürlich schlecht, also schlecht organisiert alles. Aber ich glaube, letztendlich werden die fußballverrückten Fans das so oder so gucken und deswegen, ich werde auch vom Fernseher hängen und mir das Spiel angucken, das Finale. Ja gut, aber ich persönlich würde da nicht hingehen, weil mir wäre es zu kalt und dann würde ich lieber zu Hause gucken, daneben einen Christbaum stehen, ja, aber gut, das ist halt, weiß ich nicht, man muss einfach mal an sich rankommen lassen und dann mal gucken, wie es wird. Irgendwo ist man dann wahrscheinlich schon in der Stimmung, wenn man überall sieht und Fanartikel und da, aber so richtig vorstellen kann ich mir es noch nicht. Ich wünsche viel Glück an die Personen, die müssen das Programm im 2022 machen. Muss ich sagen, es ist besser, dass ich nicht zu viel über Katar spreche. Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ist halt schon was anderes als im Sommer schön auf den Bierbänken. Aber ja, ich glaube, da ist einiges schief gelaufen und also ist halt so. Ja, an sich finde ich es auch natürlich schlecht, also schlecht organisiert alles. Aber ich glaube, letztendlich werden die fußballverrückten Fans das so oder so gucken und deswegen, ich werde auch vom Fernseher hängen und mir das Spiel angucken, das Finale. Ja gut, aber ich persönlich würde da nicht hingehen, weil mir wäre es zu kalt und dann würde ich lieber zu Hause gucken, daneben einen Christbaum stehen, ja, aber gut, das ist halt, weiß ich nicht, man muss einfach mal an sich rankommen lassen und dann mal gucken, wie es wird. Irgendwo ist man dann wahrscheinlich schon in der Stimmung, wenn man überall sieht und Fanartikel und da, aber so richtig vorstellen kann ich mir es noch nicht. Ich wünsche viel Glück an die Personen, die müssen das Programm im 2022.